So, Leute, wieder da. Der Part hat jetzt perfekt fast gepasst. Und jetzt versuchen wir schon ein bisschen abzubauen. Weil wir drüber könnten dich versuchen. Und könntest du den Meteoriten später abbauen. Das wird, nee. Meteoriterz, das finde ich ziemlich wichtig. So, jetzt kann ich ein bisschen unten weiterbauen. Aber der ist wirklich in eine scheiß Position gelandet. Okay, das schaffe ich noch. Ich tue mal die nach vorne. Verdammt. Ich muss mich aber irgendwie verteidigen. Lass mich mal kurz denken, wie ich herangehen soll. Genau so mache ich das. Hopp, hopp, hopp. So. Au, au. Vergessen, erst abbauen, dann drauf treten. Ich habe noch kein... Ich habe noch nicht bestimmte Items dafür. So, bauen wir erstmal weiter ab. Wenn die weiter nur von links kommen, ist es sehr gut. Ja, die kommen bisher weiter nur von links. Sehr gut. So. Nein! Alter, das Spiel verarscht mich heute, oder was? Noch Blutmond jetzt. Ja, wir machen auf jeden Fall nicht den Boss. Oh, verdammt. Jetzt kommen noch mehr von diesen Viechern. Was ist Blutmond? Kurz erklärt, bei Blutmond steigt einfach die Spawnrate von Gegnern und es kommen viel, viel mehr als üblich. Das hasse ich besonders in meiner Hauptwelt. Au, 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 au. Wenn die einzeln kommen, habe ich eine Chance gegen die, aber wenn die so in Dreierblöcken kommen, wird es ziemlich schwer. Einzeln einfacher, okay. Wenn die so einzeln kommen und weiter nur von links, ist es wirklich perfekt, denn es ist egal, ob es Blutmond ist. Au! Verdammt, jetzt kommt einer von rechts. Gerade wo ich sage. Wow, wow, ganz, ganz knapp. Kaputt. Verdammt. Ich bin in... I'm on fire. So. Wir bauen schon mal gut ab. So. Immer weiter. Immer, immer weiter. Oh, oh. Mein Axt hat ein bisschen mehr Damage, deswegen bin ich gerade auf die gegangen. Alter, müssen wir jetzt nochmal eine über Nacht warten. Super. Egal. Wir bauen jetzt die Metroiden ab. Und wirklich jedes Teil. Aufpassen. Okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Das war riskant. Oh, oh. Healing, Healing, Healing Potion. Aber ganz, ganz schnell. Dann gibt es auch, wie man gerade gesehen hat, negative Debuffs.
Also negative, was Negatives auf mich halt wirkt, zum Beispiel gerade oben das Symbol mit dem Männchen, das an Feuer, auf Feuer ist, das bedeutet, ich brenne einfach und kriege jede Sekunde ein bisschen Damage. Ich weiß nicht, wie stark es ist, aber ich kriege halt Damage. Sauber. Okay, für den ersten Kometen, den wir hier finden, ist, läuft es ziemlich gut. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. So. Wechsel auf die, genau auf die Axt, Spitzhacke und weiter abbauen. Ja, die hole ich mir nach, einfach die da oben sind. Machen wir erstmal den großen Haufen. Boah, schon mit 57 schon. Man muss sagen, dieser Meteorit ist gut gelandet. Ich habe schon viel, viel schlechtere erlebt, wo ich wirklich mich dann aufgeregt habe. Auf Himmelsinseln habe ich schon erlebt, in meinem Dungeon. Ah, da regt man sich besonders auf. Das macht so einen tollen Dungeon. Es kommt plötzlich so ein Meteorit rein. Ich habe dann noch einen Pinken damals erwischt in einer anderen Welt. Das sah richtig geil aus. Verdammt, komm ich dran. So. Ich habe einen Pinken erwischt und ja, da rein ist mir einfach ein Meteorit reingeklatscht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Voller Käse, ich kann nicht sehen, wie lange ich schon aufnehme. Eigentlich schon, aber dann habe ich das ganze Zeit mitten im Bild und das will ich nicht. Ich nehme mit Camtasia auf. Ich könnte auch das da mit Traps aufnehmen, aber wieso? Da ich das so oder so im Bildmodus spiele, ist Camtasia da wirklich gut und macht Speicher. Verbraucht nicht so viel Speicherplatz, genau, das wollte ich sagen. Au! Sauber! Der Komet ist fast weg. So, wenn wir aufpassen. Da kommen wieder gleich drauf einmal. So. Boah, das war knapp. Zwei gehen ja noch ganz knapp immer. Aber drei, da brauche ich meine Axt. Verdammt, zu spät gewechselt. Sonst reicht ich meine Spitzhacke vollkommen aus. Boah, eigentlich kommen Sterne, ich dachte schon. Oh oh. Verdammt, schon wieder. Au, au, au. Ich berühre diesen Block. Au. Aua. Ich sollte mal wieder eine Healing Potion benutzen. Au. Es reicht! Okay, wir sind beinahe am Ende mit diesen Meteor. Wie heißen die? Meteoritenkopf, genau. Ja, wir haben es geschafft, keine Meteoritenköpfe mehr. So, jetzt können wir in Ruhe abbauen. Würde ich sagen. Die normalen Gegner machen nichts. Die sind so schwach. Stellt ihr, die kommen da nicht mal durch. Fackel platzieren, hopp. Klatsch, klatsch.
Klatsch. Wir haben so oder so keine Chance. So. Ich muss mich kurz nach oben kämpfen. So, jetzt weiter abbauen. Der Mond ist gleich um. Au. So. So. Auch kein Problem. Au. Habe ich hier irgendwo Dreck oder so parat? Nee. Ich will mich um die kümmern. Und ich würde sagen, pass mal. Ich versuche mal, mir ein bisschen Luft zu verschaffen. Wende deinen Part hier. Ah, nein, 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 nein. Oh. Oh, ich kill die jetzt kurz. Zack, zack, zack. Die greift mich jetzt so oder so nicht an. Au. Dann können wir nächstes Mal den Meteoriten zu Ende abbauen, ganz in Ruhe. Oder die zwei noch platt. Ja, und verabschiede ich mich mal bis zum nächsten Mal. Also, ciao, Leute. So, wir kommen wieder zurück. Ah, hab kurz noch was getrunken. Au. Und jetzt bauen wir den restlichen Kometen zu Ende ab. Dann gehen wir kurz zum Haus. Schauen, was wir daraus machen können. Also aus dem Kometen, ob wir genug Bahn haben. Also ich weiß schon, was man immer daraus machen kann, was ich meistens daraus mache. Aber das ist wirklich nur... Okay, vielleicht ein Gegenstand. Klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay, das wär's eigentlich schon. Zack. Jetzt können wir das in Ruhe abbauen. Hopp. Ich bin jetzt echt zu faul, das Gelände schön zu machen. Das sag ich offen und ehrlich. Autsch. Aber wann ist bitte schon ein Komet gelandet? Weil vorhin sind wir auch hier durchgegangen und ich habe keine Meldung gesehen. Okay, ich kann mir nachher noch die anderen Parts anschauen, was ich jetzt gerade nicht kann. So. Aber was wir machen ist, wir nehmen Dreck. Tauschen kurz mit der Muskete. So. Dass man jetzt hier einfach durchlaufen kann. Dann setzen wir unser Magic Mirror ein. Gehen hier hin. Und machen Meteoritbahn. Wie schaffen wir? Boah, 72. Das ist schon mal eine Menge. Boah, sind die Edelsteine drin? Verdammt! 4 Amethysten, 5 Saphire, es fehlen noch ein bisschen. Okay, die tun wir dann hier hin. Verhandeln. Geschäft. Verkaufen. Bewegungstempo plus 3 und das hat Nahkampftempo plus 4. Bewegung oder Nahkampf? Nahkampf. Das soll weg. Das heißt, den Gegenstand werde ich später so oder so nicht mehr bei mir haben, deswegen kann er auch nicht. Muskete 3, bah. Okay. Wir könnten uns gleich mal ein paar Fackeln machen. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo Gel? Verdammt,
Irgendwo mehr Gel oder was? Ah, doch, ich dachte schon. So, das müsste reichen. Aber die noch voll. Und jetzt noch ein weiteres Stack. Und nochmal eins. Zack. Bis wir wegen einer Fackel. Tun wir das Gel wieder zurück. Backbox stapeln wir. Das tun wir in die Kiste. In die Kiste. In die wegwerfen. In die Kiste. In die mitnehmen. So. Jetzt hoffe ich, kommt nichts mehr in den Weg. Klatsch, klatsch, klatsch. Das Schwert ist wirklich klein. Langsam im Gegensatz zu der Axt. Und da ist mein Handy. Also, ciao Leute. Ich beende hier die Aufnahme.